für die Strommasten, sonst laufe ich ja hier völlig sinnfrei rum, wenn ich dann das nicht mit Strom versorgen kann. Kommt, den nehme ich noch mit. Jetzt kann ich hier ein bisschen powern. So. Und einmal zurück. Dann will ich nämlich hier oben gleich noch welche draufsetzen, damit da kein Mangel entsteht. Das ist ja das Schlimmste, was man haben kann. Ein Mangel von irgendwas. Dann einmal runter, genau. Bevor ich den Strom dann noch, den Stein noch verarbeite. Boah, da ist wieder ein Klumpen. Drüben auch noch mal. Ich da ein bisschen mehr Luft hier. So. Okay. Haben wir das? Zug macht Sinn. Ich brauche eine Aluminiumplatte für einen Zug. Okay. Trotzdem muss alles erforscht werden. So. Hier haben wir 4 Millionen Eisenerz, daneben Kupfer. Da könnten wir hier. Ich überlege gerade, weil wenn ich hier Dings aufbaue. Direktschiene, hier ist eine freie Fläche. Ja, wo ist hier genug freie Fläche? Überall ist hier irgendein Rotz. Oh, Kohle, 5,6 Millionen. Des Wanderens, schlafendes Bisuminid. Ist auch furchtbar weit weg, die Kohle. Ist nichts weiter neu aufgetaucht. Drüben ist einfach nur Wasser. Das ist so viel, was man hier teilweise bedenken muss. Stein. Ist hier denn irgendwo Stein mit drin? Stein. Blaustein und Rotstein. Also im Blau und Rotstein ist jeweils Eisen drin. Stein. Siehst du da diese 13.000? Da nochmal eine halbe Million Stein.
Wird hier Stein eher das Problem? Wie sieht denn jetzt überhaupt die Stromverteilung aus? Wenn ich von hier nach oben gehe, habe ich hier Strom. Könnt den Zug dort sozusagen bauen lassen, beziehungsweise nochmal eine Schmelze dort aufbauen. Ich glaube, ich muss hier mehrere Schmelzen aufbauen. Ich glaube, das wird mit einer diesmal nicht getan sein. Frage ist bloß, ich das hier hinbringe, sollte ich nicht eher das hier oben Calcium. Calcium. Machen wir das mal. Calcium. Stellung. Kalzium und Kupfer, genau, da kriege ich nochmal Kupfer aus. Und das kann ich erst machen, wenn ich das erforscht habe. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Stahlträger. Oh, Cadmiumplatte, Aluminiumplatte. Also das geht alles. Ist noch relativ entspannt. Ich setze dort wirklich ein Labor hin. Es wird. Es war jetzt ein bisschen Rennerei und Überlegung, aber hey! So, ich bin jetzt etwa in der Höhe da. So, dann mache ich von hier. Einfach mal geradeaus, beziehungsweise hier ein bisschen. Wo kann ich laufen? So, jetzt kann ich ja hier eigentlich so hier hinbauen und durchfeuern lassen. Die muss ich jetzt bloß mal so manuell durchfeuern lassen. Petroleum, Petroleum. Habe ich hier eigentlich jetzt eine schöne Übersicht über das ganze Geheimatypus. Okay. Strom brauche ich jetzt nicht, die Anzeige. Zack. Jetzt hier noch das hier so mache. Natürlich ohne den, oh, sieht man wieder überhaupt nicht.
Muss man echt ein Auge für bekommen, ey. So. Drip, 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 drip. Brauche ich nur noch einmal Kohle hier. Was? Oh, sieht man nicht diesen Hafen und Erz? Ist hier auch noch einer? Ja. So, wenn ich jetzt hier das Ganze noch runterbringe. Müssen wir mal gucken, wo ich da das Ende mache. Aber dann kann ich hier einmal Kohle reinhämmern. Und gut ist. Und dann wird das hier erstmal eine Weile gebrannt. Und ich kann von Base aus sehen, ob das hier noch läuft oder nicht. Wie ich jetzt ja auch gucken kann, funktioniert das. Ach, das sollte eigentlich erstmal reichen. Reduziert, glaube ich, genug dann. So, die zwei noch hier rüber machen lassen, die dahin, dahin, das Ganze wieder hier schön zusammenbringen. Jetzt die Frage, zwei Kisten reichen wahrscheinlich nicht aus. Manchmal vier und die ungedeckt, so unlimitiert. So. Und Kohle einmal hierin, einmal darin. Wumms. So. Oh, da drüben habe ich ja noch gar nicht alles hier unter Strom. So. So, jetzt geht das hier ab. Jetzt kriegen wir das auch hin. Nickel zu bekommen. Ah, dafür brauchen wir die Elektrolyse ein Dings. Okay. Platinerze, aha. Okay. So, das heißt, der hier kann erstmal machen. Wir haben genug von diesen Platten. Und ich laufe wieder runter. Wir haben die Übersicht. Das funktioniert. Alles im wahrsten Sinne des Wortes vorbereitende Maßnahmen.
Ist der jetzt voll? Ist der voll gelaufen? Tatsache. Das waren Aluminiumplatten und wir haben Kalium. Kalium. Davon. Der braucht grüne Schaltkreise. Ansonsten hat er hier Kalium. So. Ist klar. Machen wir dem mal noch ein paar grüne Schaltkreise. Ja, dass ich dann hier vorbereitet bin, wenn es richtig losgeht, dass ich ein bisschen wenigstens ein paar drin habe. Mal kurz wieder was trinken, sorry. So. Da kommen sie schon rein. Das ist. Ah, guck da. Und wieder einer leer gelaufen. Ja, diesen Trennbereich hier, den muss ich halt irgendwann später ja, aufbereiten. Weiß ich nicht, abbauen. Kupfer ist auch genug. Oh, Fließbänder. Fließbänder haben wir auch. Sehr schön. 700, die kann ich gar nicht nehmen, da bin ich ja gleich voll. Aber ich kann was in die Kiste tun. Montagemaschine, um das Erz zu spalten. Okay, dann probieren wir das doch mal. Das bin ich ja. Erz. Scheiße, muss ich bestimmt erforschen. Ah, fuck. So. Gasbetriebenen Hochofen. Chemiefabrik? Nee. Zinn. Blieben. Aber wozu brauche ich's? Der Rest ist gasbetrieben. So, wie viel haben wir jetzt hier? 40, 50. Und damit kann ich mir hier die schwere Rüstung wenigstens mal bauen. Schon mal etwas, ein bisschen klein wenig Schutz, obwohl ich ja hier noch keine Feinde gesehen habe jetzt. Aber ich habe mit dem Mod noch zu tun. Da muss ich nicht noch 6,5 Millionen damit was haben. Brauche ja lange hier dafür. Was kostet das? 200? Wenn er 36. Das Auto dann nochmal 100. Wie ja eigentlich gerne zu den Drohnen kommen. So. Ist noch einen fünften dazu zu setzen.
noch mehr für die Kiste, aber ich glaube, ich brauche da auch ein bisschen Platz im Zweifel. So. So. Ja, die anderen Wissenschaftspakete, die fehlen ja auch noch. Da muss ich für die blauen das, aber hier. Aluminium-Kaliumplatte. Mauer ja sowieso. Ich an, was hier militärisch möglich ist noch. Pentiumwall, Thallium, Messingwall, Pentiutiumwall. Ja. So ziemlich fett. Okay. Erstmal Logistik 2 durch und dann. 40 noch, das funktioniert alles. Das läuft alles. Ich brauche halt echt das Auto, ne? Und dann muss ich mir Gedanken machen. Mauern aus 5 Ziegelsteinen. Ist, wenn ich, das ist halt mein einziges Steinfeld, wenn ich das jetzt verbrate in Mauern, muss ich ziemlich weit laufen. Na, hier unten ein Stein. Könnte auch das dann per Fließband, das würde ja noch gehen, per Fließband da hoch zu liefern. Was? Verklickt? Scheinbar. Verflixt. Zugenäht. Naja. Kommt in den besten Sachen vor. So, zack. So. Wieder geht's hoch. Jetzt eigentlich mit dem aus. Kommen halbwegs hinterher, oder? Ja. Dann brauche ich natürlich noch endlich die. Zack. Und dann brauche ich noch die. Dann habe ich alles vom Zug. was fällt denn jetzt hier um? So.
Weil ich mache das jetzt. Ist doch was, ja. Jetzt fragen Kohle dahinter. Halt so blöd. Zack, 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 zack. Die vier möchte ich bedienen. Ist hier wieder außen. Hier in. In. So. Mauer. Hier ruhig unbegrenzt. So, und dann brauche ich hier noch Platz, um den Stein so ein bisschen einzulagern, wenn ich mal irgendwie Emporenstein braucht. So. So müsste das jetzt eigentlich so weit funktionieren, dass ich dann zumindest auch die Mauern habe und den Stein. Könnte ich den Ziegelstein noch mit abfassen hier? So. Ja, so fasse ich alles ab, was ich so vielleicht brauchen könnte. Es ist bald voll mit irgendwelchen Rotzdingern, ey. Den ich momentan noch nichts anfangen kann. So. Auto. Zack. Bam. Das Auto hat bei den ganzen Wald ist auch wieder die Frage, wie weit kommt man damit, ne? Aber hey. Mal schauen.